Ihr habt mich angefleht, gebettelt, gewinselt, dass ich einen Avatar schminken soll. Und jetzt ist es endlich soweit. Heute ist nämlich wieder Filmfreitag. Ist doch klar, dass ich dann einen Avatar-Look schminken muss, oder? Ich mache mich ganz schnell nackig. Und jetzt einfach mal komplett blau anmalen. Ich habe sogar Avatar-Bodypaint. Passt. Jetzt habe ich aber eine Frage an euch. Habt ihr Avatar 2 schon geschaut? Wenn ja, wie fandet ihr ihn? Weil ich fand ihn richtig, richtig gut. Der erste und der zweite Teil sind einfach mega. Einzige Mini-Kritik, die ich hätte, ist, dass der erste Teil von der Story her ziemlich ähnlich ist wie der zweite. Aber sonst natürlich 10 von 10. So, wie finden wir den Look bis jetzt? Es fehlen noch die weißen Punkte. Es ist Zeit für die Perücke. Ist es besser schwarz oder braun? Eigentlich hat sie dunkelbraune Haare. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ein bisschen flechten. Jetzt fehlen nur noch die gelben Kontaktlinsen. Ich habe aber leider nur die da. Das Coole an denen ist aber, die leuchten im Dunkeln. Geil, oder? Und wie findet ihr den fertigen Look? Wie, schaut euch das Foto davon auf Instagram nicht an. Es war so viel Arbeit.